So ist der Spiegel kaputt gegangen. Okay. Pantheon ist hier. Jetzt schon? Mehrere Perimeterdurchbrüche im Norden. Scheiße, wir dringen endlich bei Jane durch. Sie kooperiert. Wir können jetzt nicht aufhören. Woods, du musst das übernehmen. Find raus, was sie weiß. Wir erledigen den Rest. Grüßt schön von mir. Sir, versiegelt den Einsatzraum. Zuhören. Wir müssen Woods Zeit verschaffen. So viel wir können. Wenn er von Harrow keine Antworten erhält, war alles, was wir getan haben, vergebens. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin nicht hier, um als vergessene Fußnote zu enden. Laden und entsichern heißen wir unsere Gäste willkommen. Ihr alle, mit mir. Okay. Chef, Adler, Felix, in Position. Case, wenn du noch Ladungen hinter der Mauer platzieren willst, dann jetzt. Bist du dabei, Felix? Ja, die Sandhandschuhe sind abgelegt. Das sind doch schon... Hab ich gemerkt. Okay. Hier vielleicht noch? Pantheon nähert sich. Okay. Rauchgranaten, bereit machen! Komm. Schilder! Zünd die Ladungen, Kirk! Feuer frei! Haltet sie vom Haus! Okay. Granate ist raus! Alter! Nimm dir einen Werfer, Case!
Hallo? Ah, hier. Das war verdammt knapp. Ich höre ein Heli in der Ferne. Wolz, redet sie? Ich denke, sie ist bald soweit. Uiuiui, cool. Harrow. Harrow. Ich bin hier. Bleib bei mir. Wir müssen weitermachen. Ja. Die Sache mit deinen Eltern ist scheiße. Verstehe ich. Aber ich brauche Antworten. Jetzt! Ich versuch's. Streng dich an! Deine Kumpel klopfen schon! Die Morde und der Killer. Sie sind verknüpft. Was ist mit dem Killer? Ich hab's gleich. Wer ist der Killer vor allem? Das ist mal die Frage. Als ich größer wurde, wollte ich zur CIA. Wie deine Eltern. Als du größer wurdest, wolltest du Rache. Ich wollte damit abschließen. Komm schon. Langley nahm mich an. Die Zeitungen, die Polizei, meine Tante und mein Onkel, sie alle erzählten die gleiche Geschichte. Meine Eltern wurden bei einem gewöhnlichen Einbruch getötet. Passiert öfter, als man glaubt. Aber irgendwie wusste ich immer, dass das nicht stimmte. Vielleicht jetzt, Jahre nach meinem Karrierestart, nach zahlreichen Beförderungen. Vielleicht hätte ich jetzt Zugang zur Wahrheit. Was hast du erfahren? Niemand hatte Informationen zu den Morden. Über die Jahre habe ich jedes Archiv durchsucht, das ich einsehen konnte. Als ich schließlich Zugriff zum geheimsten aller Archive hatte, fehlten ihre Akten. Spoiler-Alarm. Ja, komm. Denkst du, die CIA hat etwas vor dir versteckt? Ich kann jetzt überleben. Natürlich haben sie was versteckt, Woods. Sie verstecken immer etwas. Und du? Du bist schwach und naiv. So gar nicht wie ich. Okay. Die Droge lässt nachdenken. Ich hab schon bald wieder die Kontrolle. Cooles Level auf jeden Fall. Oh, Katana. Ich muss zu meinem Büro. Was ist in deinem Büro? Oh. Oh, schnell. Verdammt. Warum komme ich da nicht vor? Achso. Du bist so schlau. Nicht schon wieder? Was machst du? Ich hab noch die Waffe. Hopp, 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 hopp. Oh, runtergefallen. Oh, fuck, Alter, was macht ihr? Greifhaken.
Oh. Du bist einfach nicht dafür gemacht. Ich habe noch die Waffe und den Handbuch. Schon mir einfallen, das nächste Stück. Ich finde heraus, was du vor mir verbirgst, was du vorhast. Was ist mit deinem Büro? Troy war in diesen Tagen mein Anker. Ich war verloren, tappte im Dunkeln. Er hatte keine Ahnung. Ich wusste nicht mehr, was ich mit mir anstellen sollte. Und dann kam die Hoffnung. Jemand hatte gefunden, wonach ich gesucht hatte. Wer? Na los, sieh nach, was auf der Diskette ist. Gott. P. N. 8. T. Na, wenn da mal nicht Pantheon hinkommt, hä? Würde ich mal behaupten. Aber ich schreib's einfach selber. Genehmigung für den Einsatz am 12.09.1960. Zeitfenster von 23 Uhr bis 23.10 Uhr. Ziele mit hoher Sicherheit vor Ort. Kind am 12.09.60 mit hoher Sicherheit nicht vor Ort. LH und Jota gelten als extrem gefährlich. Einzelner Agent, Vollstreckungsbefehl. Tarnung als Hauseinbruch. 8. September 1960. Emerson Black. Special Activities Division. Das Pantheon. Sie hatten Kopien der Akten meiner Eltern. Ihre ganze Geschichte. Details zur Operation, bei der sie getötet wurden. Die CIA selbst hatte es angeordnet. Nachricht! Ziele eliminiert. Sonst noch was? Negativ. Wir sind hier fertig. Oh, Adler, meinst du? Unser Jeffrey Dahmer? Das könnte sehr gut sein, ne? Das war Adler. Oh. Der dich unter seine Fittiche nehmen sollte. Adler? Bullshit. Wenn das wahr ist, waren deine Eltern Doppelagenten oder Schlimmeres. Niemals. Du hast recht gehabt, Digga. Da stand es da? Nee, ne? Daddy? Mhm. Bitte mach auf! Daddy bitte. Wasn't there. Cause he didn't care. Wie konnte es Adler sein? Das Pantheon hat mir mehr offenbart als die Wahrheit über meine Eltern. Ich weiß jetzt, wie verkommen die CIA wirklich ist. Ermorden die eigenen, ihre Besten. Manipulation. Du kannst nicht glauben, was sie dir erzählten. Sie kannten deinen Schwachpunkt. Worte eines wahren Gläubigen. Du bist nichts ohne die CIA-Bots. Pantheon nahm mich auf. Sie zeigten mir ihre Vision der Agency. Was zum Teufel wollen sie, Harrow? Das ist ein Schlüsselmoment der Geschichte, Woods. Die USA steht davor, die einzige Supermacht der Welt zu werden. Eine Organisation so korrupt, so dekadent wie die CIA, sollte die Fäden ziehen in einer neuen Weltordnung. Das wird nicht passieren. Also ich würde ihr mal eine Feuchtigkeitscreme empfehlen. Während des Studiums ihrer Sterne, ihrer Fehler aus dem Inneren.
Pantheon ist bereit für die Kontrolle, wenn unsere derzeitige Führung weg ist. Wir stellen sie diskreditiert an den Pranger, wie sie es verdienen. Ach, du bist völlig irre. Die Pranger halten einen Realitätscheck. Die CIA kann sie nicht mal vor solchen beschützen wie Saddam Hussein und seiner schlimmen neuen Waffe. Ein False Flag-Angriff? Keiner wird das glauben. Moin. Oh, sie werden dem Narrativ glauben, das bestätigt, woran sie glauben. Wehe, einer von euch führt. Das ist der einfachste Teil. Woher weißt du, dass nicht jemand anders deine Eltern getötet hat? Es könnte das beschissene Pantheon gewesen sein. Du warst ein Kind. Kannst du deinen Erinnerungen wirklich trauen? Ziele eliminiert. Wer war es? Wie kannst du dir so sicher sein? Ziele eliminiert. Ich weiß, wer war es. Es war nicht Adler. Es war nicht Adler. Du bist so verwirrt! So, das hast du davon, Bitch. Du kannst dich vor dir selbst. Scheiße, dein Puls geht durch die Decke. Bist du noch bei mir? Ich glaube, hier gleich ein Herzinfarkt. Ich bin die einzige reale Person hier. Riech mir jetzt ja nicht zusammen, Harrow. Bleib bei mir. Geil, à la John Woo. Mit John Woo finden. Attentäter. Ich wollte gerade sagen, kann man das überhaupt schaffen? Aber anscheinend, ja. Eine Granate. Ach, du bist schwächer. Ich bin die einzige reale Person hier. Riech mir jetzt ja nicht zusammen, Harrow. Bleib bei mir. Toll, bist verletzt, geh in Deckung. Ich hab sie besiegt. Die letzte Scherbe. Sag mir, was Pantheon vorhat, Harrow. Wohin hast du die Wiege geschickt? Ich bin nah dran. Der Spiegel ist so gut wie ganz. Du kannst das Geschehene nicht rückgängig machen. Harrow! Nein. Alles okay? Verstehst du denn nicht? Du kannst nicht gewinnen. Du bist ein Teil von mir. Wir hängen da beide drin. Bis zum Ende. Marshall, wir verlieren sie. Das ist keine Option.
halte sie zurück! Schütze? Ach, da hinten. Okay. Boah, damn. Ich dachte eben, was ist das für ein Zeichen? Gehen wir dann! Egal wohin. Es kommt noch ein Heli. Setzen Verstärkung ab! Ich nehme das hier. Ach so. Geschütze. Was denn? Sie werden niedergewählt. Gute Arbeit, Leute. Okay.
Das war so klar, ne? In dem Moment, wo ich abgedrückt habe, dachte ich mir schon, Munition voll. Junge, Junge, Junge. Lass mich. Minigans, bereithalten! Der Hammer, oder? Jetzt verstehe ich, was du wegen der Tüte mit den Miniguns meintest. Ja, den Ball. Fünf. Einmal weniger. Wir haben einen Schuss. Unterwegs. Ja. Kaputt gemörsert. Alle erledigt. Wir haben es geschafft. Wow. Er ist auf dem Weg zu seinem Schöpfer. Marshall, ich glaube, sie sind drin. Scheiße! Alle ins Haus! Atlas, Sam, Felix, blockiert sie rechts! Case, zu mir! Gas, Vorsicht! Ziel los, auf den Balkon! Bewegung, unterwegs! Oh, lauf doch, Alter, lauf doch! Ach, diese verfickten Gasdinger, ey. Da läuft er nicht mehr. Gas, Vorsicht! Ziel oben auf dem Balkon. Komm, schmeiß dein Gas. Warte mal. Was ist definieren? Links. Ja, das hat sich jetzt gelohnt, der war eh schon tot. Raus hier. Aushalten, das gibt's ja gar nicht. Oh, in die Klöten. So, welche Brücke? Da hinten. Ich
Oh, er lebt noch. Okay. Geht es allen gut? Ja. So gut wie noch nie. Das sehe ich anders. Ich gehe da raus. Warte, es ist nicht sicher. Los mit Waffen. Sicher die Brücke. Auf der Brücke! Platziere Ladungen! Scharfschütze, oben, linke Seite! Gib ihm Feuerschutz, Case! Scharfschütze! Noch zwei! Oh, fuck. Letztes C4! Shepard. Da müssen Sie mehr auffahren. Verstanden. Sieht aus, als tun Sie das auch. Ja, das tun Sie wohl. Seid es um, Harold. Wo setzt Pantheon die Wege frei? Erinnere mich nicht. Das musst du. Sie ist... Ich verliere die Kontrolle. Kämpf! Du musst durchhalten, nur noch ein bisschen. Jawohl, Mädchen, kämpf! Der Spiegel ist intakt. Ja. Ich kann hineinsehen. Was ist im Spiegel? Findet in Avalon statt? Nein. Nach Avalon bringen sie mich, sobald ich wieder frei bin. Von dort aus haben wir alles geplant. Wir brauchen die Wiege. Ich bin dran. Deine Realität bricht zusammen. Oh. Werde ich, Harold. Willst du, wie du verschwindest, Jane? Oh, oh, oh. Oh, oh. Alter. Okay, okay. Dann hoffen wir mal, dass es nur eine gewisse Anzahl ist. Weil dann, Ich bin dran. Müssen wir die doch aus der Deckung raus wegballern. Mal gucken. Okay. Deine Realität bricht zusammen. Werde ich, Harrow.
umzingelt. Geh da runter. Schnell. Wow. What the hell? Moment, Moment, Moment. Okay, so kann man es auch machen. Oder kommen die jetzt nochmal alle? Das wäre natürlich ein bisschen doof, ne? Fühlen. So widerstandsfähig. Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Wir holen dich hier raus, Harrow. Und wie willst du das anstellen? Spiegel. Was abgefahrene Level, ey. Alles wie bei Matrix. Agent Smith. Es alten Harrow! Wir schaffen das! Schon okay. Ich hab dich. Junge, hätte der Helikopter sich nicht gedreht, hätte er mich zerhäckselt. Dann würde ich aussehen wie Bret für Bratwurst. Okay, aber das haben sie gemeint mit ich was? Lange Levels, die letzten beiden. Jetzt. Die Wege ist in Washington. Das müsste dann 10 sein. Im Kapitol. Oder gewesen sein. Sie warten auf meinen Befehl, sie freizusetzen. Nicht 9. Jesus Christus. Das ist 5000 Meilen von hier. Es ist furchtbar. Jeder innerhalb ein paar Blöcken vom Kapitol wird infiziert. Warum? Weil der Instanzkopf für einen Geheimdienstfehler dieser Größenordnung rollen wird. Für den Fehler, einen Angriff auf unsere Hauptstadt nicht zu verhindern, einen Super Design. Mit einer von der CIA finanzierten Biowaffe. Voll und geil. Wird seinen Posten und das liebe ich so an Call of Duty. Die machen das immer so geil, so zeitgemäß aus. Die Institution kontrollieren, aus der es vertrieben wurde. Echter Hammer. Ich werde ohnmächtig, Frank. Ihr müsst sie stoppen. Mich stoppen. Wir haben vielleicht noch ein Ass im Ärmel. Welches? Sag mir was Gutes! Die Wege ist im Kapitol in DC. Sie werden sie freisetzen, sobald sie Harrow haben. Heilige Scheiße! Ich informiere Livingston. Mal sehen, ob das Arschloch endlich zuhört. Verstanden. Scheiße! Woods! Woods! Es geht los! Oh shit! Ha!
verdammt. Die Schilde sind total assi. Scheiße! Ich will ihn lebend. Na, schnell geheilt. Muss man mal ein Näschen pudern. Es ist schade, dich so zu sehen, Woods. Du strengst dich so an. Du spielst nur keine Rolle mehr. Fick dich! Nach dem Start gebe ich den Befehl. Aua. Keine Sorge. Dein Leiden ist bald vorbei. Was braucht uns? Warte, ich bin am Fischer uns. Ich komm schon durch. Seth, bleib bei ihm. Gib uns Feuerschutz. Adler, Case, mir nach. Geh, Case. Ich komme klar. Okay. Wenn du das sagst. Oh ja. Ach, die Scheißviecher. Wir sind drin. Wir müssen Safe finden. Okay. Ich sag mal, das Scharfschützengewehr brauche ich jetzt erstmal nicht. Was haben wir denn noch hier rumliegen? Och jo. So. Woods! Er darf nicht entkommen! Geh, ich hab ihn! Case, los geht's! Hilf mir mal! Ich sehe sie! Mein Haus! Case! Sie darf nicht entkommen! Es liegt an dir! Los! Los! Etwas knapp geskriptet. Du stirbst so oder so. Hopp, schneller. Oh. Stecke ich jetzt in ihr drin? Please help me, I'm under the water. Nein! Doch.
Nein! Da. Oh, sieh, was du angerichtet hast! Ich weiß, wer du wirklich bist, Case. Die Wiege hat dich zu dem gemacht. Du verdankst alles dem Pantheon. So, Bitch. Oh oh. Zombie-Mode, Zombie-Mode. Was passiert? Wir müssen hier zusammen rauskommen. Plötzlich. Geil. Wie bei Batman. Ich verstehe jetzt. Du musst dich. Ui. Bericht. Kaiser hat geantwortet. Livingston hat das Kapitol geräumt. Alle sind sicher. Es ist vorbei. Wir haben es geschafft, Kate. Wir haben es geschafft. Ehrlich? Nee. Grafik, ne? Krank. Oh, er lebt noch. Danke fürs Kommen. Kriegen wir Augen oder Schuhe aus Beton? Nichts davon. Aber ich dachte, eine Entschuldigung wäre gut. Verdammt richtig. Ich weiß ja nicht genau wie. Aber was ich weiß, ist, dass Sie eine der größten Katastrophen unserer Zeit verhindert haben. Wir sind also gefragt. Sieht so aus. Ups. Können wir einander vertrauen? Wir arbeiten daran. Aktuell haben Sie etwas von großem Wert. Anonymität. Sie stehen im Schatten. Kein Scheiß. Wir leben in diesem Schatten. Das hier ist anders. Ihr Einfluss ist größer als je zuvor. Wir brauchen Sie, Woods. Sie alle. Ich besorge, was Sie brauchen. Unterkünfte, Ressourcen, Geld, weitere Einsatzkräfte. Alles inoffiziell. Ist der Kalte Krieg nicht vorbei? Kein Bedarf mehr an, wie war das? Globale Revolverhelden. Ja. Der Kalte Krieg mag vorbei sein, aber die Welt ist gefährlicher, als sie es je war. Wir wissen nicht, was für Feinde da draußen lauern. Was sollen wir dagegen machen? Was sie immer getan haben. Beschützen sie uns. Harrow mag Geschichte sein, das Pantheon nicht. Ich brauche sie in Avalon. Sie sind noch eine Gefahr? Und ob. Schlimmer noch. Welche Intrige auch immer Harrow zum Pantheon führte, lebt noch unter uns. Wir dachten, wir wären sie los. Wie es aussieht, waren sie nie weg. Tatsächlich, das war's. Okay, dann habe ich ein bisschen falsch gerechnet bei den Missionen. Aber geil. Geil, ne? Das war ja cool. Beautiful. Muss man den kennen? Ich glaube, das war mein Charakter. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Also, Case. Koffer. Glaube ich. So hundertprozentig kann ich es nicht sagen. So, ich switch mal. Alles klar, Leute. Dann sehen wir uns die Tage wieder. Ich werde es überleben, denke ich. Und dann sehen wir uns am Wochenende. Macht's gut, Leute. Bis dann. Bye, bye.